Leider, ich meine, ich wünsche mir die Welt auch anders, aber es ist leider eine Realität, dass Sie können dazu beitragen, dass es ist leider eine Realität, dass im Moment Russland regiert wird von einem Diktator, der heißt Wladimir Putin. Genau. Und der sitzt da fest im Sattel. Und ich kann mir wünschen, dass der da nicht mehr. Und die Ukraine wird regiert von einem Diktator, der heißt Volodymyr Zelensky. Und der sitzt angesichts der militärischen Misserfolge seines Landes im Sattel. Da gibt es im Militär extrem Missmut mit seiner Regierungsführung, weswegen er auch vor kurzem Saluschny abgesetzt hat. Aber das sollte man an der Stelle auch betonen. Nicht mehr ist. Aber deswegen ist der da ja immer noch. Die Frage ist, und jetzt macht die westliche Welt Männchen und nimmt das hin und sagt, wie kommen Sie denn darauf? Entschuldigen Sie, da sitzt ein Diktator, da sitzt ein Verbrecher, da sitzt ein Mörder. Und wenn ich jetzt ganz, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, wenn ich jetzt... Wie gesagt, in dem Framing kann man nicht gewinnen. Also diese moralischen Bekenntnisse, die soll, also man sollte nicht sagen, wir sollten es nicht moralisch betrachten und dann zig moralische Bekenntnisse. So, wie gesagt, diese Aussage, Moral, das ist keine moralische Frage, die Muhammad Ali hier getätigt hat, die ist absolut richtig. Und dabei sollte sich es dann belassen und auf die Sachebene gehen und sagen, und dann die Kriegspropaganda von Leuten wie Strack-Zimmermann hier entlarven. Ihrer Logik folge, dann nehmen wir den Angriff hin und sagen, wir können nichts ändern, das ist ein böser Junge und der macht Theater und wir rollen uns alle ein oder stellen wir uns jetzt als Westen hin. Es ist übrigens nicht nur Westeuropa. Und es ist Japan, es ist Südkorea, es ist Australien, Neuseeland, alle, die nicht. Alles. Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und Singapur. Also mehr Länder aus der Region fallen mir jetzt gerade nicht ein. Also Zimmermann hat gerade fast alle nicht-europäischen Staaten aufgezählt, die es überhaupt gibt, die bei diesem westlichen Sanktionsirrsinn mitmachen. China, Alarmiert. Ja. Das müssen Sie doch mal. Naja, und wenn man... Ich will da jetzt nicht zu lange drauf eingehen, aber wenn sich die Geschichte anschaut, dann ist das auch kein Zufall, dass es diese Staaten sind. Also Australien und Neuseeland, ehemalige britische Kolonien, natürlich ganz eng an den Westen gebunden. Südkorea und Japan von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt. Singapur auch ehemalige britische Kolonie. Also wenn wir uns die Länder aus der Region ansehen, die bei diesem westlichen Sanktionsunsinn mitmachen, dann sind das wirklich Länder, die aus geschichtlichen Gründen eine sehr enge Beziehung zum Westen haben. Die Welt natürlich, das tue ich doch. Umso wichtiger ist es doch, dass der Krieg nicht weiter eskaliert. Sie haben doch recht. Aber umso wichtiger ist es doch, dass er aufhört. Die Frage ist, was passiert nach diesem Krieg? Das ist nämlich wirklich eine Einschätzungsfrage. Sie sprechen von Realität, Sie auch. Was ist der realistische Blick darauf? Also Herr Pistorius sagt, in 5 bis 8 Jahren könnte es möglich sein, dass Russland ein NATO-Land an. Das ist kein Realist. Also Sie fragt, was ist der realistische Blick darauf? Das ist komplett irre Kriegshetze. Russland wird kein NATO-Land angreifen. Also das sind solche verrückten Szenarien, die in Thinktanks, ich hatte da ein Paper von der DGAP genannt, diskutiert werden und die dann von Politikern in die Öffentlichkeit getragen werden, um eine noch weitergehende Aufrüstung, eine noch weitergehende Militarisierung der Gesellschaft zu fordern. Also in diesem Paper der DGAP, was ich damals zitiert hatte, könnt ihr euch anschauen, ist ein Video auf meinem Erstkanal. Was ich damals zitiert hatte, da wird davon geredet, dass Planungen der NATO in den Alltag von jedem eingebunden werden müssen, dass alle Leute zwischen 18 und 65 Jahren zu einem Resilienzpraktikum geschickt werden sollen. Also wie gesagt, komplette Militarisierung der Gesellschaft, nicht nur eine weitere Aufrüstung wird da gefordert. Und das ist kein realistischer Blick, das ist komplett irre Kriegshetze. Das ist gegen die Interessen Deutschlands, das ist gegen die Interessen der Länder der Europäischen Union und ja, es dient dem amerikanischen Hegemon. Angreift. Das ist eine wichtige Frage. Glauben Sie das auch? Ich kann mir das sogar deutlich früher vorstellen. Wir gehen davon aus, denn das ist eine Frage. Ja, es gibt auch Thinktanks, die sprechen schon von 2 Jahren, also beziehungsweise Uniprofessoren, die sprechen von 2 Jahren, die auch in allen möglichen in den Kreisen gut vernetzt sind. Also da hatte ich auch schon so einen furchtbaren Propagandabericht aus dem ZDF gesehen. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Russland rüstet extrem auf, also alles, was in Russland wird, nur noch Waffen produziert, findet keine andere Produktion mehr statt. Das richtet sich über den Angriff über die Ukraine hinaus. Wir erleben regelmäßig, wie Russland durch Kampfflugzeuge, durch Aufklärungsflugzeuge europäischen Luftraum, auch den deutschen Luftraum, verletzt, neulich über der Insel Rügen. Also testet, wie ist die Reaktionsfähigkeit der NATO. Das ist schon sehr ernst zu nehmen und damit wird überall sozusagen im europäischen Land an der Grenze zu Russland immer wieder versucht, die NATO zu locken. Und deswegen gehen wir davon aus, dass alles, was jetzt gerade passiert,
schon sozusagen, das Ziel ist, was ist, wenn die Ukraine erledigt ist und was kommt dann? Das ist und das genau müssen wir wirklich ernst nehmen. Das ist die Einschätzungsfrage. Ja, teilen ja die Sie diese Einschätzung, Frau Mohammed? Also die Gefahr ist ja tatsächlich, der Krieg geht es noch weiter. Da geht es noch die nächsten Jahre weiter. Und irgendwann würde die Ukraine diesen Krieg militärisch verlieren. Das ist ja tatsächlich eine reale Gefahr. Nee, Entschuldigung, die Frage war...